Hoffen wir's. Die haben die Echse 100 pro wieder schneller kaputt gemacht, ey. Boah. Vor allen Dingen so spät erst, das ist sau nervig. Man muss erstmal eine riesen Hütte und so alles bauen ohne vernünftige Echse. Wieso hast du jetzt unseren Balkon kaputt, zugebaut eigentlich? Weil ich da noch hinten dran Plattform bauen konnte. Ich kann auf Balkon einfach noch eins zu überbauen. Weil das eh nur der Storage Room ist. Da ist doch jeder Quadratmeter, ja, okay, wo wir eine Box hinbauen können. Gold wert. Da. Wir müssen uns aber trotzdem irgendwie noch was überlegen, um vernünftiger auf unser. In unsere Bude zu kommen, weil so ist es im Moment echt ein bisschen nervig. Ich mach mal einen Mörser. Dann haben wir ihn später schon mal. Können wir auf die Dinos schießen? Oh ja, jetzt im Dunkeln ist die Hütte wieder gut versteckt. Die Steine, die du hier weggemacht hast, hast du die wieder weggemacht, oder? Welche Steine? Ja, hier vor dem Haus waren doch Steine. Früher mal. Ich habe nicht so viele weggemacht, eigentlich. Die direkt vor der Hütte sind auf jeden Fall nicht mehr da. Immer noch nicht. Kann schon sein, dass ich die weggemacht habe, aber... Mal Licht hier unbewusst. Fackeln anmachen. Hilf dich durch, bitte. Moment. Hau mich nicht, du Arsch! Sonst kann ich hier nicht weg. Ist aber jemand ungeduldig? Ja, natürlich. Da ist Geld. So. Oh. So. Ach, jetzt kletter da hoch. Hier oben ist es vielleicht noch ein bisschen dunkel. So, hier ist nochmal ein 100er Stack Holz. Yo. Nämlich. Den nehme ich auch. Football. Sieht schon ziemlich bad aus. Da hinten ist wieder ziemlich nah an Drop. Da. Auf der anderen Seite, ja. Oh ja, der ist echt nah. Hingehen? Auf der T-Seite. Ja. Okay. Kannst du das schnell machen? Wenn ich noch kurz die Wände hier fertig setzen darf. Dann kann ich hier Stein fahren. Einfach setzen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Drei haben wir gesagt hoch, gell? Ja. Ach ja, Hirn. Diese Leiter runter. Uppadu. Rucke, rucke. Sieht schon recht schnieke aus da mit den Fackeln. Ja. Ich sehe schon nicht, der kloppen Stein und auf einmal steht der T-Rex vor mir. Gibt's eigentlich sowas wie Motorboote oder so? Das ich bin eine Frau, also ja. Ah, danke. Komm her, Drop.
Pass auf, jetzt kommen wir irgendwann demnächst wieder on. Und dann hat sich einer direkt gegenüber von uns hingebaut, weil er nicht gesehen hat, dass unsere Hütte da steht. Glaube ich nicht. Dann würde ich die aber auch kaputt machen, ganz ehrlich gesagt. Das zerstört mein schönes Landschaftsbild. Glaube, ich würde erstmal ein Schild hinstellen. Da ist eine schwarze Wand. Dass er bitte umziehen soll. Ja, wir können Sonst ja auch müssen wir langsam mal die Brücke bauen, dann. dementsprechende Maßnahmen. Ich wäre ja langsam echt für die Brücke, weil das Ja, Rüberlaufen nervt. das nervt. Komm zu mir, Drop. Was läuft da rum? Triceratops. Nee. So einer mit Klappen auf dem Rücken. Stegosaurus. Noch ein Stego, jo. Hast sogar recht. Mensch, Mensch, Mensch. Was ist das? Freilich. Aldodo. So, Mäuse gemacht. So, dann wollen wir doch mal gucken. Was bringt uns das Ding hier? Nix, weil wir nicht hinkommen. Jetzt. Ja. Einmal ein Haus. Scheiße. Boah, es ist so dunkel. Erstmal diesen Baum hier fällen, damit es hell Kannst du mal wird. ausschauen nach dem Spiel, halt. Ich sagte gerade, es ist dunkel. Wie soll ich denn da ein Spino sehen? Ja, der Spino ist groß genug, glaube ich. Wenn dann der dunkle Schatten noch dunkler wird, dann habe ich ein Problem. Licht muss in den Wald. Hack die Bäume weg. So, das zweite Etage haben wir jetzt gesagt, ist Storage oder das dritte Storage. Der zweite, wo schon die Boxen drinstehen. Also, halt der Genau, ja, kleine. okay. Oder der mittelgroße, meine ich. Ja, das sieht gut aus. Dritte Stockwerk ist schon richtig schön groß eigentlich. Jo, kann sich sehen lassen. Oh Gott, was fehlt mir denn? Ein Flint. Jetzt sehe ich Gott sei Dank auch so viele Steine, weil es so schön hell ist im Wald. Das ist ganz angenehm. Ja. Mörser stelle ich dann mal. Da ans Eck. Komm schon, geh kaputt. Jetzt kann ich das reparieren. Ich darf noch craften. Null. Hier war doch. Wo war denn der Baum? Der war's, glaube ich. Man kann echt nur erahnen, wo irgendwas steht. Einmal ward es hell. Da sind noch große Bäume. Die müssen alle weg. Ich sehe schon gleich, rennt mir irgendein Vieh Und den Penis. In die Axt. Ja, in den Penis vielleicht auch. So ein Zufall. Igitt. Oh, da ist noch ein Airdrop. Gar nicht so weit weg von dem Airdrop, wo ich war. Ach, dann gehe ich jetzt dahin, wenn ich ihn noch in der Ecke Aber bin. der ist blau, oder nicht? Nein, der sieht weiß Ach aus. so, ah ja, der andere, ne? Aber auf der anderen Seite vom Ufer. Ja, da wo der andere halt Dann eben schon kannst war. eben, dann kannst du ja mal schauen, wie dem sein Lager mittlerweile aussieht und ob da das Spino da immer noch Nee, ist. das ist viel weiter links. Vielleicht ist noch ein Airdrop oder hat er gleich zwei Airdrops? Was ist mit dem da? Ist der blau oder weiß? Ich kann es nicht erkennen. Ich sehe ihn nicht mal mehr. Ich hänge in der Map fest. Mich auf diesen Nice. Berg hoch. Wo ist denn jetzt der Airdrop hin? Wo bist du denn jetzt vom T-Kreuz aus gesehen? Auf der linken Seite.
Auf der gegenüberliegenden Seite, auf unserer Seite oder auf der T-Kreuz-Seite? Auf der T-Kreuz. Okay, ja. Dann willst du doch jetzt auf die andere Seite links rüber, Shit, oder? der Neben ist beim blau. Lagerfeuer. Ich bin Ja, habe ich zuerst doch neben dem blauen, gesagt. dummerweise. Ja, Entschuldigung. Beim T-Kreuz auf Oh. unserer Seite weiter hinten den Ja, Fluss den entlang sehe ist auch noch ich. einer. Da laufe ich jetzt hin. Nice one. Zumindest Viel versuche Erfolg. ich's. Aber ich sehe wieder was. Ich auch nicht, weil es regnet und dunkel ist. Alter. Ich schaue jetzt erstmal, ob ich mir eine Fackel craften kann. Kann ich sogar. Na, Gott sei Dank. Ja, aber man kann halt nicht mit einer Fackel hauen, ne? Ja, egal. Ich habe eh keine Waffe dabei. Aber ich muss ja nur laufen, Moment. Oh, ich stehe vor einem Stein. Kein Wunder, dass ich da nicht vorbeikomme. Habe in dem Film, in dem Spiel noch nie eine Fackel benutzt. Nicht? Ist Ne. eigentlich echt ganz gut, weil man doch Ja gut, aber wesentlich wenn ich mehr farm sieht. oder sowas, brauche ich ja nichts. Ja gut, dann nicht, aber wenn du irgendwo wohin Das geht laufen auch gar nicht. willst, dann Will ich ist das nicht. schon eine ganz gute Sache. Unheimlich. Ja, jetzt ist Nacht, jetzt kommt der T-Rex 100.000%ig. Alles klar, dein Pessimismus ist noch immer da. Ich bin Nürnberger, ich bin immer pessimistisch. Jetzt verhungere ich auch noch, das darf nicht wahr sein. Mal ein paar Beeren futtern. So. Drei. Futter die Beeren. Nicht druckeln spielen. Was ist denn hier immer vor? Immer. Boah. In so einem Wald stehen eindeutig zu viele Bäume. Ich muss wieder jagen gehen. Haben wir nichts mehr zu essen? Ich nicht mehr, ne. Ja, ich nehme mich auch nicht mehr. Hast du dir dein Zeug rausgenommen aus dem Lagerfeuer? Ich weiß nicht. Was ist denn der letzte Stand? Da waren, glaube ich, vier noch drin oder zwei oder so. Aber ich muss auf jeden Fall wieder jagen gehen, das reicht nicht. Bist jetzt sicher noch kein Spino? Da hinten ist übrigens noch ein Airdrop bei uns in der Nähe. Auf der, wenn du auf den Fluss guckst, von unserem Haus linken Seite. Der ist aber gelb. Echt? Ja. Ach, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Also die Hütte von dem anderen Typen steht noch. Mit Viechern drin. Das sehe ich gerade nicht. Ist dunkel. Bin nur vorbei. Ich kann gleich mal gucken, wenn ich den Airdrop habe. Komm zu mir, kleiner Airdrop. Ich möchte dich in meine Arme schließen. Da geht's aber runter. Oh, ist natürlich blöd jetzt. Was eine Scheiße. Ich sehe nix. Da kann ich drauf fallen. Und ich falle natürlich dazwischen. Geil! Zwei Steine und ich fall genau dazwischen. Auch sehr schick hier. Ziemlich verstecktes Tal. Auch geil. Aber recht weit weg vom Wasser. Was ist hier drin? Ein Kleidungsset. Ich komme zurück. Schade. Nein, Spaß. Ich spiele auch gern mit dir. Du sollst keine Steine sammeln, du sollst Fiber und so sammeln. Die haben irgendwie ein bisschen die Anzahl der Steine in dem Spiel erhöht, oder? Nee, habe ich eigentlich nicht das Gefühl. Ich schon. Und nur was ich sage, zählt. Düdüm, düdüm, hallo Dodo.
Oh, dieses Spiel da soll nicht mehr ruckeln. Na. Noch ein Airdrop, ja, dann hole ich den doch auch noch. Alter, what the fuck, du stirbst hundertprozentig irgendwann, ne. Gibt's ja, ich hab nicht. Nur langsam ein bisschen viel Zeit. Ein Raptor, den hole ich mir. Oh, die 28 Steine loswerden. Ah, die Hütte steht noch. Also, ich glaube, die Hütte steht noch und ich glaube, die Viecher sind auch noch drin. Ist aber ein windiger Ort hier, wo die Palme steht. Komm, Raptor. Komm. Ah, gut. Raptor. Greift dann mich halt an. Nicht, Arschloch. Jetzt habe ich den Airdrop nicht aus den Augen verloren. Gut. Was bist du für ein Tier? Ja, keinen einzigen Hit bekommen, Alter. Lappen. Ja, entweder ist das wie ein Lappen oder ist... Leck mich am Arsch. 30 drei Raptor oder 2 Raptor oder auf jeden Fall ganz viele... Alle auf dich los? Nein, die kämpfen gerade gegen die los. Und ich renne natürlich strack rein. Hallo, darf ich mitspielen? Sie kuscheln da so schön. Ich schau mal, was der T-Rex macht. Bin bei dem... Der Franz Josef. Ja, wo ist denn der Airdrop? Ach, der ist noch gar nicht unten. Der Mr. Airdrop ist noch nicht unten. Ach, so sieht's hier aus. Sieht auch cool aus so. Hallo, Airdrop. Hallo, Jo. Aber nicht, dass er mich zerquetscht. Wow. Hey, der T-Rex ist gerade nicht mehr da. Mich würde ja schon mal die Stein, Thatch, Flint, Hide, Fiber und Wood. Nice. Der ist eigentlich immer gut, der Job. Jo, ein paar Ressourcen. Kann mich nicht beschweren. Okay. Ich schmeiß mal die 10 Steine weg. Also der T-Rex ist weiter in die richtige Richtung. Okay. Sehr schön. Problem ist, ich finde wirklich nichts mehr zum Jagen hier. Der hat alle Elefanten gefüttert. Die Musik, die gerade kommt, erinnert mich ultra an Rayman 3. Was es übrigens auch auf meinem Kanal gibt. Habe ich nie gespielt. Wenn du es dir anschauen willst, immer gerne. Aber da war ich noch sehr jung, dumm und unerfahren. Also, ja. Und ich hatte, glaube ich, auch noch nicht... Mein Mikro hier. Wow. Oha. Carnivore. Nee. Ja, genau. Geh zum Carnivore, du Idiot. Brontosaurus. Anstatt von mir gekillt zu werden. Brontosauri, die sich durch den Wald holz bewegen und alles niederholzen, was im Weg ist. Das sieht auch sehr schick aus hier. Dieses Spiel ist eigentlich immer schick. Wenn es nicht so lecken würde. Das stimmt. Dann wäre es noch schicker. Oh, noch ein Airdrop, aber der ist mir jetzt zu weit. Der ist da, wo die T-Rex und so immer herkamen. Da kann man runter. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, wo ich bin, aber ich glaube, ich weiß es. Boah, ich würde gerne. Kannst du die Flare Gun abschießen? Könnt ihr dabei. Ich würde ja gerne auf so einen Brontosaurus reiten. Ich würde auch gerne reiten. Kannst du mich nachher reiten, wenn ich wieder in der Hütte bin? Habe aber noch keinen Jojo-Sattel. Ja, brauchst du auch nicht. Wie unrealistisch ist das denn? Das ist ganz realistisch.